Schritt 4. Beziehungen zwischen Variablen überprüfen. Sobald Ihnen klar ist, wie die Variablen im Einzelnen variieren, können Sie die im vorherigen Schritt erwähnten Tools verwenden, um nach Beziehungen unter den Variablen zu suchen. Es kommen dazu drei Tools in Frage. Erstens, eine Übersichtsstatistiktabelle für eine numerische Variable, und zwar nach Kategorien einer kategorischen Variable unterteilt. Zweitens, nebeneinander befindliche Boxplots, um die Verteilung einer numerischen Variable über die Kategorien einer kategorischen Variable sehen zu können. Und drittens, Punktdiagramme von numerischen Variablen im Vergleich zu anderen numerischen Variablen. Wie bereits erwähnt, führt StatTools alle diese Aufgaben schnell und mühelos aus, so dass Sie durchaus genügend Zeit haben, sehr viele potenzielle Beziehungen eingehend zu überprüfen. Zuerst sollten Sie vielleicht die Gehaltsübersicht nach Geschlecht unterteilen. Um diese Aufgabe in StatTools auszuführen, müssen Sie erst einmal den Unterschied zwischen gestapelt und entstapelt kennen. Die Daten sollten entstapelt sein, wenn zwei separate Gehaltsspalten, eine für Männer und eine für Frauen, vorhanden waren. Dieser Datensatz ist jedoch gestapelt, das heißt, es sind zwei lange Variablen, Gehalt und Geschlecht, vorhanden. Die Gehälter für Männer und Frauen sind in der Spalte Gehalt gestapelt und aus der Spalte Geschlecht geht jeweils die Kategorie hervor. So unterteilen Sie die Übersichtsstatistik einer Variable nach Kategorie. Klicken Sie im Dialogfeld Übersicht eine Variable auf Format und wählen Sie dann Gestapelt. Dadurch entstehen zwei Spalten mit Kontrollkästchen, eine mit der Bezeichnung Cat für die kategorische Variable und die andere mit der Bezeichnung Wert für den variablen Wert. Aktivieren Sie Geschlecht für die kategorische Variable und Gehalt für den Variablenwert. Klicken Sie anschließend auf OK. Daraus ergibt sich dann folgende Übersichtsstatistik. Aus den Mittelwerten und Standardabweichungen ist beispielsweise zu erkennen, dass die Gehälter für Männer im Durchschnitt höher und breiter gestreut sind als für Frauen. Vielleicht möchten Sie auch grafisch einmal die Gehaltsverteilungen für Männer und Frauen vergleichen. Das kann in StatTools ebenfalls mit Hilfe von Histogrammen geschehen. Auch hier müssen Sie wieder die Formatsoption gestapelt verwenden, aber wenn Sie nicht die Bins für diese beiden Histogramme ändern, werden Sie mit etwas unterschiedlicher Skalierung angezeigt, wodurch ein geschlechtsübergreifender Vergleich erschwert wird. Eine bessere Methode, einen solchen Vergleich vorzunehmen, sind die nebeneinander gelegenen Box-Whisker-Plots, auch Box-Plots genannt. So erstellen Sie nebeneinander befindliche Box-Plots. Wählen Sie in der Dropdown-Liste unter Übersichtsdiagramme die Option Box-Whisker-Plot und gestapelt als Format. Anschließend dann wie zuvor die Variablen unter Cut und Wert auswählen. Hier ist das Ergebnis. In der StatTools-Hilfe sind weitere Informationen über die Boxplots zu finden, aber aus diesem Diagramm geht bereits klar hervor, dass Frauen gewöhnlich weniger verdienen als Männer. Das Feld für Frauen befindet sich etwas weiter links. Und die Gehälter für Frauen sind auch weniger gestreut als die für Männer. Das Feld für Frauen ist schmäler. Die roten Markierungen werden Ausreißer genannt. Des Weiteren möchten Sie vielleicht gerne wissen, ob irgendein Zusammenhang zwischen Alter und Gehalt oder Berufserfahrung und Gehalt besteht. Das kann am besten durch Punktdiagramme grafisch dargestellt werden. So erstellen Sie ein oder mehrere Punktdiagramme. Wählen Sie in der Dropdown-Liste unter Übersichtsdiagramme die Option Punktdiagramm.
Wie im nachstehenden Dialogfeld zu sehen, können Sie eine beliebige Anzahl von Variablen für die X-Achse und auch welche für die Y-Achse auswählen. Wir empfehlen, dass Sie vorläufig die im nachstehenden Dialogfeld markierten Variablen aktivieren. Für diese Auswahlen werden Sie mit zwei Punktdiagrammen arbeiten: Gehalt, Y-Achse, im Vergleich zu Alter, X-Achse, und Gehalt, Y-Achse, im Vergleich zu Jahre, X-Achse. Sie können auch die Korrelationen zwischen den Variablen unterhalb der Punktdiagramme sehen, indem Sie die eingekreiste Option aktivieren. Hier sind die beiden Punktdiagramme. Beide Variablen, Alter und Jahre, sind positiv mit dem Gehalt korreliert, aber die Jahre der Berufserfahrung stehen in stärkerer Beziehung zum Gehalt. Dies können Sie aus der dichteren Aufwärtsverteilung der Punkte im zweiten Diagramm und aus der stärkeren unten im Diagramm gezeigten Korrelation 0,616 für Jahre im Vergleich zu 0,384 für Alter erkennen. Beide diese Feststellungen haben Sinn und Verstand. Es ist sinnvoll, dass das Gehalt eines Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin mit Alter und zunehmender Berufserfahrung steigt. Jetzt sind Sie an der Reihe. Führen Sie die folgenden hier gezeigten statistischen Analysen aus: Übersichtsstatistik für Gehalt, unterteilt nach Geschlecht, Boxplots für Gehalt, unterteilt nach Geschlecht, und Punktdiagramme für Gehalt im Vergleich zu Alter und Jahren der Berufserfahrung. Natürlich können Sie zusätzlich auch einige Ihrer eigenen Analysen ausprobieren. Wahrscheinlich sehen Sie jetzt bereits, dass Sie mit Start-Tools sehr schnell eine ganze Reihe von Analysen ausführen können.